Ja, schönen guten Tag zusammen. Hier spricht Rainer Wendt von der Masventa Business GmbH. Ich freue mich, so zahlreiche Teilnehmer heute in unserem Freitagsnachmittags-Webinar zu haben mit Frau Almudena Rodriguez Pardo. Hallo Almudena. Hallo Rainer, schönen guten Nachmittag. Hallo. Ja, ich habe schon den entsprechenden Bildschirm hier aufgelegt mit dem Titel des Webinars Safe. Nur aufgeblähte Bürokratie oder sinnvoller Enabler für Business-Agilität. Also wirklich ein sehr kontroverses Thema und ich freue mich darauf, dass das Webinar gleich losgeht. Aber bevor wir hier in Medias Res einsteigen, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, etwas zu unserem Unternehmen zu sagen. Also die Masventa Business GmbH, deren Geschäftsführer ich bin, die besteht jetzt seit 10 Jahren, seit etwas mehr als 10 Jahren und wir haben uns sehr stark spezialisiert auf Business-Analyse. Und Business-Analyse hat natürlich sehr viel auch zu tun mit Entwicklung, Softwareentwicklung und auch mit ja, der Änderung ganzer Unternehmen. Das heißt also, im Unternehmen werden Projekte durchgeführt, die Unternehmen werden entwickelt, weiterentwickelt durch Projekte und das spielt natürlich auch das Safe Framework, das Scaled Agile Framework eine große Rolle, weil immer mehr Unternehmen eben auch ja, insgesamt agil werden müssen. Zu meiner Person ganz kurz, ich bin ja, Rheinländer, Aachener, habe auch hier studiert, bin Elektrotechniker und habe in den, naja, im vorigen Jahrtausend sehr viel Software entwickelt und bin seit fast 20 Jahren in der Projektleitung tätig und habe mich seit circa 10 Jahren auf den Bereich Business Analyse spezialisiert und auch vor circa 10 Jahren mit Sabine Ostländer zusammen hier die Masventa Business GmbH gegründet. Und wenn ich nochmal gerade zurückspringen darf, unser Portfolio ist, naja, Business Analysis ganz klar an erster Position. Dann natürlich auch Projektmanagement, weil das gehört zusammen, Business Analysis und Projektmanagement. Wir bieten Training an, gerade für diese beiden Disziplinen. Und für Business Analysis sind wir führend in Deutschland, was die Zertifikatsvorbereitungen angeht. Wir entsenden Consultants in die Industrie als Business Analysten, als Projektmanager. Ich selbst bin auch gerade wieder in einem größeren Projekt als Projektmanager tätig. Und ja, unser ganzer Stolz ist unser neuestes Portfolio-Baby, wenn man so will, seit 2 Jahren, die Konferenz European Business Analysis Day. Und ich schalte mal gerade auf die Webseite um. Wir haben jetzt schon zwei dieser BA Days gehabt. Der dritte ist am 14. und 15. Mai 2020 mit dem Motto Closing the Gaps with Business Analysis. Und ja, wir haben sehr interessante Keynotes hier. The Human Interface in the Digital Age von Sudan Jackson, der arbeitet bei Rewe Digital. Dann noch von Patricia Salgado, auch empfohlen von Almudena. By the way. Und Beeindruckend. wir haben super Themen, Motto und Track-Themen. Also erstmal diese Digital Portfolio Imperative. Das heißt also, heutzutage muss eigentlich jedes Unternehmen ein digitales Portfolio haben oder digitale Dienstleistungen oder Produkte ergänzen. Das wird immer, naja, notwendiger. Man erwartet einfach Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Dann Artificial Intelligence bestimmt mehr und mehr ja, unser Leben. Das heißt also, wir erwarten von smarten Geräten, dass sie uns Empfehlungen aussprechen. Angefangen bei Amazon, wer das gekauft hat, hat auch etwas anderes gekauft. Gibt es aber noch viel, viel mehr, was Artificial Intelligence kann. Und dann eben Communication and Cultures, das eben notwendig ist. Oder die eben notwendig ist, die Kommunikation in den verschiedenen Kulturen, auch in den verschiedenen Unternehmenskulturen, um ja, gute Projekte zu erschaffen und im agilen Zeitalter, im digitalen Zeitalter voranzukommen. Sie haben die Speaker unten scrollen sehen und hier steht auch eine ja, nicht bebilderte Frau und das ist einfach unser ja, Appell an Sie, wenn Sie noch bei uns sprechen möchten, dann können Sie im Call for Papers immer noch Calls einreichen. Der Call for Papers ist noch eine längere Zeit auf, vielleicht auch nicht ganz so lange, nämlich wenn alle Slots besetzt sind, dann werden wir den Call for Papers schließen. Aber offiziell ist er sogar noch bis Januar auf. Also zurück zu ja, unserem heutigen Event. Das heißt also Safe, nur aufgeblähte Bürokratie oder sinnvoller Enabler für Business Agilität. Ich begrüße ganz herzlich nochmals Almudena Rodriguez Pardo und übergebe das Wort an Sie.
Und ich mache dich zum Präsenter, Almudena. Super, ja, vielen Dank, Rainer. Danke für die Einführung und danke für diese Möglichkeit, ein bisschen über Safe zu sprechen. Ich bin gucke jetzt, ich habe Star Sharing gedruckt. Genau. Mache ich erstmal auf ganzes Screen und dann können wir hier die, ja, Jetzt kommt es an. hoffentlich. Ja. Jetzt kommt es an bei uns. Okay, ist das, ja, könnt ihr hoffentlich die erste Slide sehen, ne? Ja, es geht. Genau, ich werde heute jetzt nicht im Detail in Safe in der Rollen und die Praktiken von Safe gehen, dafür haben wir nicht genug Zeit. Mir geht es ein bisschen mehr darum, diese ganze Diskussionen, was ist Safe und was ist Safe nicht, und diese ganze Diskussionen in der agile Kreisen. Safe ist nicht agil. Sag, ja gut, darüber können wir noch reden. Ganz kurz zu meiner Person. Ja, genau wie du habe ich letztes Jahrhundert auch eine Menge Software hergestellt. Ich bin nicht gebürtige Deutsche, wie man so anhören kann, an den klitzekleinen Akzent. Ich bin gebürtige Spanierin. Bin ich in den USA zur Schule gegangen, dann habe ich in Deutschland studiert und da habe ich hier mehrere Jahre, ganz genau 22 Jahre bei der Firma Ericsson gearbeitet. So, ich habe eine starke technische und Telekommunikation im Hintergrund. Seit 3 Jahren arbeite ich als Beraterin, als Business Agility Consultant im Bereich agile Methodologien, führe verschiedene Schulungen, nicht nur Safe, auch in Management 3.0, agile Gesetzführung oder Business Agility Foundations. Das sind einige von den Zertifizierungen, die ich auch anbiete. Und ich bin oft bei Konferenzen als Referentin. Ich war jetzt vor kurzem als Keynote bei der Expo Coa in Madrid. Das ist auch ganz wichtig, dass man sehr viel Interaktion hat in Konferenzen, zu sehen, was passiert da draußen. Wo geht es hin mit der Agilität? Wo geht es hin mit den neuen Tendenzen in den Methodologien, wie wir arbeiten? Ne? So bin ich auch sehr aktiv in diesem Bereich. Ich denke, das ist genug zu mir. Wenn Sie mehr über mich wissen wollen, können Sie gerne auf meine Webseite gehen oder mich über LinkedIn erreichen. Gehen wir jetzt zum Thema, zum Safe. Und wir fangen an mit diesem Abschnitt von einem LinkedIn-Artikel. Den Namen von dem Schriftsteller habe ich gestrichen, weil ich möchte niemands Karriere ruinieren. Aber es mangelt an nichts. Wenn man das durchliest, hier ist Safe bezeichnet als Cancer, Parasite, Unhealthy, People Hate It, Safe is for Dinosaurs, Extra Roles, Extra Ceremonies, Extra Hierarchies. Es ist, was man so auf Englisch bezeichnet, eine Shitstorm. Davon gibt es da einiges. So ist es interessant, dass Safe Emotionen erweckt. Ich sage immer, Prozesse sind sowas von langweilig in sich. Und da haben wir jetzt eine Methode gefunden, die Emotionen erweckt. Ne? So, das ist wirklich interessant. Auf die andere Seite, wenn wir betrachten die State of IL Report. Seit 13 Jahren, den Tool Version 1 führt eine Befragung in der IT-Bereich, wo man auf verschiedene Aspekte von Agilität einführt. In der Firma befragt. Und was hier sehr interessant ist, dass das seit 13 Jahren konsequent gemacht wird, sodass wir die Tendenzen prüfen können. Und das ist inzwischen eine ziemlich verlässliche Befragung, was wir in der Agilität immer jedes Jahr gerne erwarten, weil wir können gucken, wo geht es entlang. Und hier sehen wir, was mit Scaling Agile, wenn es geht um Agilität über ganze Organisation, ist mit Abstand Scaling Agile Framework die meist implementierte Methode. Ja. Don't know, weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Ich finde es erschreckend, dass so viele Leute nicht wissen, was in deren Firma als Scaling Method angewendet wird. Das würde mir große Sorgen machen bei dieser Antwort. Scrum of Scrum ist auf circa 100 Leute gut zu gebrauchen, mehr eigentlich in den meisten Fällen nicht. Und interne Methoden. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ich sage bei internen Methoden, wie wachsen die weiter, wie werden die weiter, wie entwickeln sich weiter. Wir können nicht eine Methodologie einmal entwickeln und da lassen. Es muss eine immer Weiterentwicklung von der Methodologie. Haben wir jemanden, der das macht? Habe ich in mehreren Firmen gesehen, dass eine
interne Methode eingeführt wurde und basta. Und das war der Projekt Arbeitsmethodologien beschlossen. Und hat natürlich nach 2 Jahren gab es einige Bedarf an Verbesserung. So, ja, und den Rest kann man eigentlich als minimale betrachten. Large Scale Scrum bin ich auch zertifiziert, finde ich eine exzellente Methode, aber es ist zurzeit 3%, die Firmen führen das ein. So, das gibt uns ziemlich zu denken und wir sehen 2 Extreme. Auf der einen Seite wird geflucht und geschimpft über Safe, auf der anderen Seite wird sehr oft angewendet. Jetzt gehe ich 2 Schritte zurück, gehe ich zu der berühmten Digital Transformation. Haben Sie bestimmt nie von gehört. Alle Firmen sind dabei, sich zu digitalisieren. Müssen wir sagen, Gott sei Dank, wir sind in der 21. Jahrhundert. Nur, was wir jetzt oft betrachten, wenn es um digitale Transformationen geht, ist folgendes Szenario. Gut, erstmal müssen wir ganz klar sagen, eins hat die Industrie 4.0 gebracht. Es ist nicht nur IT-Companies. Jetzt sind alle im gleichen Boot. Mit alle sind Regierungsabteilungen, Fluchtlinien, Banken, Versicherungen. Alle sind mit Agilität und digitale Transformation beschäftigt. Und was wichtig ist, ich meine, 80% von diesen Transformationen, jetzt mixe ich digitale oder agile Transformationen, sind nicht erfolgreich. Das ist auch ziemlich sorgenerregend. Wie viel Geld, wie viele Firmen gibt es, die Beratung in digitale Transformationen anbieten und wie viele Firmen anschließen unzufrieden sind mit den Ergebnissen. Nur wenn wir uns über digital zu sprechen, und da bin ich immer etwas frech, weil ich sage, was wollen wir da machen? Wir haben eine ganz bestimmte Arbeitsmethodik in der Firma seit Jahrzehnten und wir digitalisieren. Super. Was wir jetzt in viele Firmen und viele Sektoren erreicht haben, ist, dass wir die beste Technologie eingeführt haben, Technologie von der 21. Jahrhundert. Wir sitzen aber auf der Arbeitsmethodik von der 20. Jahrhundert mit der Geschäftsführung Methodologien von der 18. Jahrhundert. So, trotz der vielen Digitalisation und Customer Service Online und Bots, die antworten und die gesamte Finanzierung wird elektronisch durchgeführt, exzellent. Die Arbeitsmethoden sind leider nicht mitgekommen. Die Agilität ist nicht immer parallel eingeführt worden. Und der Management-Mindset, so dass wir die Art und Weise, wie die Geschäftsführung agiert, ist definitiv noch nicht so weit. Das ist die große Herausforderung, was wir im Moment in der Industrie finden. Hierzu mag ich sehr diese Veröffentlichung von Forbes. Es spricht von Organizational Agility. Und selbstverständlich alle Sektoren sind jetzt vor die gleiche Herausforderung und die Antwort dazu ist mehr Agilität, aber ganz wichtig, nicht als Prozess oder als eine Methodologie, sondern es ist eine Mindset, ist eine Fähigkeit. Wir müssen unsere Strategien flexibel machen, wir müssen mehr Empowerment für unsere Mitarbeiter, wir müssen bereit sein, schnell zu reagieren und nicht überrascht zu werden, wenn auf einmal Veränderungen kommen. Das gehört jetzt zu tägliches Leben. So, hier wird Agilität definiert als eine Mindset oder eine Fähigkeit. Das kommt zusammen mit der Digital Transformation. Sonst haben wir nur diese schönen Laptops vor die gleichen Mitarbeiter. Bis auch wieder 2 Schritte zurück. 1995 Scrum kam. Ich finde immer interessant, dass Safe wird als sehr bürokratisch dargestellt. Scrum wird nicht als bürokratisch dargestellt, wobei wir hier für 8 bis 9 Leute 5 Zeremonien, 3 Rollen und 3 Artefakte eingeführt haben. Man könnte im Prinzip sagen, Scrum ist sehr bürokratisch. Nur jede einzelne Zeremonie und Artefakt spielt eine große Rolle. Und Scrum macht Sinn, wenn alle mit dabei sind. So, wir hatten schon 1995 in IT-Bereiche ein Product Backlog aufgestellt, wo in regelmäßige Abstände, meistens 2 Wochen, Iteration genannt, haben die Teams ein Pull-Verfahren, der kleine Backlog des Teams, Sprint Backlog, gefüllt
und über 2 Wochen an einem Produktinkrement gearbeitet, die in einer Review vorgeführt wurde. Nach einer Retrospektive haben diese cross-funktionale Teams zusammen mit der Scrum Master wieder mit dem Product Owner gesessen und nochmal eine Planung durchgeführt. Dies haben wir Anfang des Jahrhunderts über 10 Jahre überall eingeführt, wo IT in den Firmen war und eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Dass Scrum erfolgreich ist, brauchen wir nicht zu diskutieren. Nur, was haben wir mit der Führung von Scrum gemacht? Innerhalb von der ganzen Prozesse oder von der Organisation oder von dem Projekt haben wir einen Bruchteil verbessert. Wir hatten immer noch die klassische Product Management, die klassische Requirements Engineering, wo das Team irgendwann was auf der Hand bekommen hat, Scrum agil gearbeitet hat in kleinen Interaktionen und anschließend nochmal 6 Monate gewartet, bis das gesamte In-Produktion-Prozess gelaufen war. So die agile Teams, Scrum-Teams oder Kanban-Teams, die wir über bis 2010, 2011 eingeführt haben, haben eine exzellente Arbeit gemacht, aber es war eine lokale Verbesserung. Jetzt haben wir festgestellt, vor 8, 9 Jahren, wir brauchen mehr. Wir müssen holistisch vorgehen. Wir müssen die gesamte Organisation. Wir müssen, was hier Dean Leffingwell Lean Enterprise nennt. Es geht darum, dass Agilität ist nicht einfach etwas für Teams. Wir müssen von Business Agility, eine gesamte Organisation, muss agil durchgeführt werden. So, da kam der neue Hype Business Agility. Und hier kommt endlich mal die Definition von SAFe. Eine Möglichkeit von vielen, Enterprise Agility oder Business Agility einzuführen, ist Scale IL Framework. Scale IL Framework definiert sich selbst als eine Knowledge Base, eigentlich eine Datenbank von Prinzipien, Praktiken und Kompetenzen. Proven, ganz wichtig. Wir haben schon Beweise, es gibt jede Menge Use Cases und Firmen, wo sagen, ja, ich habe SAFe eingeführt und bei uns funktioniert. So was hier SAFe anbietet, ist Sache, die wir schon da in den Dossier ausprobieren zurzeit. SAFe ist Open Source. Sie brauchen nicht unbedingt bei mir einen Kurs zu belegen, wo ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn Sie es machen. Aber SAFe steht zur Verfügung, wenn man Scale IL Framework zu der Webseite geht und auf die Wörter darauf klickt, die wir gleich sehen. Ich sehe hier den SAFe Graphic. Sie können überall klicken und da erhalten Sie eine Menge Informationen. Das heißt, im Prinzip ist SAFe Open Source. Und das hier unter scaleilframework.com. Klar, wenn man von der Agilität kommt, vom Scrum, und auf einmal steht man vor diese riesige Grafik, vorher kriegt man einen Herzinfarkt. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch, oh Gott, so viele Jahre Agilität und jetzt sind wir hier gelandet. Also ich habe mich gefreut, ich habe mich sehr gefreut, weil endlich Scrum ergänzt wird. Scrum alleine ist doch viel zu wenig. Das ist, was wir wussten. Spätestens 2010 wurden wir klar, Scrum reicht nicht. Es ist super, aber was machen wir mit großen internationalen Konzernen? Und davon könnten wir sagen, zum Beispiel Airbus, Volvo. Das sind keine kleinen Firmen in einem Garage. Das sind andere Probleme oder Ericsson selbst. Nur vorerst als Agilist, das steht man davor und denkt man, oh mein Gott. Ne? Es war für mich auch nicht Liebe auf den ersten Blick bei SAFe. Ich habe es mal geschluckt und ich habe es mal einen Kurs belegt und ich habe mich damit beschäftigt, bis ich langsam mich mit SAFe angefreundet bin und jetzt soweit bin, dass ich sage, ja, SAFe ist was Gutes. Ich denke, das ist definitiv etwas, was man benutzen kann. Wenn wir von SAFe sprechen, sprechen wir von Firmen wie mit einem Portfolio, wie zum Beispiel Airbus. Airbus baut Flugzeuge zusammen. Das sind ganz komplexe Produkte. Da funktioniert das Scrum bei sich selbst nicht. Da brauchen wir einen Schritt mehr. Da brauchen wir was Komplexeres. Und deswegen sieht diese Grafik schon etwas komplexer aus. Ich würde aber nicht gehen. Sie können aber gern Fragen zu bestimmten Rollen oder Bereiche. Das würde uns ein bisschen zu weit gehen, aber oder können noch mal per LinkedIn oder per Mail mir bestimmte Fragen stellen. Firmen und Regierungsorganisationen in den USA
benutzen Safe. Teilweise Safe hat viel Erfolg in traditionellen Unternehmen, die eine Legacy mit sich schleppen, die so ein Produkt auf den Markt haben, die Monolithic-Architekturen, die man nicht einfach so über Nacht in Microservices umstellt, die man schon über 100 Jahren anders gearbeitet hat. Diese Evolution durch Safe sind mehrere Türen aufgemacht worden zu traditionellen Unternehmen, die sonst eventuell nicht agil geworden wären. Sehen wir zum Beispiel die Deutsche Bahn, hat eine ganz interessante Safe-Transformation gemacht. Oder die Australien Post oder die holländische Tax Administration. Das sind ganz traditionelle Unternehmen oder Organisationen. Und da ist Safe für viele eine Hilfe. Sie können auch bei Scale Agile unter Case Studies, da sind mehrere beschrieben und ist sehr interessant zu sehen, wie viele verschiedene Sektoren Safe anwenden. So, es ist nicht nur ein ganz bestimmter Bereich, viele Banken, viele Versicherungen, viele Autokonzerne wie Volvo. Volvo hat die Safe-Transformation präsentiert letzte Mai bei der Safe Summit. So, es ist ganz interessant, wie ganz komplexe Unternehmen sich durch Safe Richtung Business Agility bewegen. Aber man darf das doch nicht verwechseln mit Hybrid. Also Safe und Hybrid, das sind doch unterschiedliche Begriffe. Oder würdest du Safe als Hybrid, als Hybrid bezeichnen? Wenn man von Hybrid bezeichnet, bin ein bisschen agil, aber ich behalte noch meine alten Strukturen, definitiv nicht. Da bitte dringend einen Kurs bei mir belegen. Weil, Hybrid ist eine Erfindung, wenn ich mit Agilität angefangen habe und nach den Haufen Scrum-Teams habe, denke ich, jetzt musste ich auch noch den Management agil machen. Lassen wir es lieber. Das ist der Hybridzustand. Hybrid ist weder Fisch noch Fleisch. Ich liebe die deutsche Sprache manchmal. Auf Dauer ist Hybrid eher ein Problem, weil weder Fisch noch Fleisch ist eine Zwischenstufe, wo irgendwann das Scrum-Team frustriert sind. Man sieht den Weg, aber man kommt nicht voran. Hybrid wird teilweise vom Berater verkauft, das stimmt. Aber definitiv war nie die Absicht, von Safe Hybrid zu sein. Wenn ich jetzt zu dem weil sonst wäre ich nicht dabei übrigens. Wenn wir hier nochmal bei den Safe-Grafiken ganz unten, da steht hier die Fundamentals, so die Grundlagen von Safe. Das haben wir Lean Agile Mindset an Safe-Prinzipien. Die Safe-Prinzipien von Safe in einer Mischung von Lean und Agile nochmal. So, es ist hier, gesamte Lean-Prinzipien und gesamte Agilität sind verteilt zwischen diese House of Lean und die Prinzipien von Safe. Das heißt, Safe besagt, wenn du nicht Agilität und Lean als Mindset verstanden hast, hat der ganze obere Bereich keinen Sinn. Gott sei Dank. So, dann eine wunderschöne Slide, die kommentiere ich immer gern, weil das sind wirklich die Ergebnisse, die wir bisher in Safe gehabt haben, durch die Case Studies und durch die Firmen, die uns berichten, die Safe-Transformationen. Die Leute sind motivierter. Das warum konnte ich auch erklären, weil die sehen die Vision, die sehen, wo wir entlang gehen. Wir sind schneller auf dem Markt mit kleinerer Funktionalität, das ist das Gute in Agilität, kleine Inkremente sind schneller auf dem Markt. Qualität ist verbessert, das war bei schon das Erste, was wir festgestellt haben, als wir Agilität eingeführt haben. Das erste agile Projekt hatte höhere Qualität. Und man ist produktiver, wobei ich persönlich sage immer, man sollte effizienter und nicht produktiver sein. Es geht nicht darum, viel auf den Markt zu bringen, sondern viel auf den Markt zu bringen, was unsere Kunden haben möchten. So, dieses Slide ist wunderschön und ist auch sehr gefährlich. Kann ein Verhängnis sein. Weil es ist uns jetzt öfter passiert, dass Managers in traditionellen Unternehmen haben das hier gesehen und sagen, haben wollen. Was muss ich haben? Ein Safe-Projekt. Ein Projektmanager genommen, sagt, du führst hier Safe an. Punkt. Und da stehen ein Haufen Managers einen Tag danach bei einem Kurs, ohne jegliche Leitung zur Agilität oder zu das für die Firma in sich bedeutet. So, man sieht hier Safe oder man will Safe sehen als eine Lösung. Und es ist keine Lösung, es ist ein Weg, ein möglicher Weg. So, ich finde ganz wichtig, den Kunden nicht zu sagen, nimm Safe, wird dein Problem lösen, sondern erstmal zu prüfen, was ist das Problem, das wir lösen möchten. Kann sein, dass also Safe die Lösung ist.
kann sein, dass wir etwas anderes brauchen. Also safe ist nicht die Silver Bullet, ja. Definitiv nicht. Genauso finde ich keine Pille in der Apotheke, die mich zum Abnehmen hilft. Ich muss leider mehr Sport machen, ich muss ein Glas Wein abends lassen, ich muss weniger Brot essen, meine Ernährung musste ich auch umstellen. Und dazu habe ich natürlich alles keinen Bock. Ich möchte lieber die kleine Pille finden. Die habe ich immer noch nicht gefunden. Daher mache ich jetzt, mag ich morgen nochmal laufen. ich liebe dieses Bild, weil das besagt viel von was ich hier erlebe. Erstmal sind die Erwartungen von der Geschäftsführung. Dann das eigentliche Problem, was wir haben wollen, eventuell ist das nicht klar und deutlich. Und das ist das Erste, was ich als Berater mache, wenn ich eine Firma gehe, konzentriere mich auf den roten Kreis. Nur Management ruft an und sagt, wir wollen safe. Und ich, ja, wozu? Ja, und agil zu werden. Ja, schön, super. Wozu? Was für ein Problem wollen wir lösen? Und da gibt es manchmal eine Missverständnis zwischen, was eigentlich safe kann, was für ein Problem wir haben und was die Erwartung von Geschäftsführung ist. So, deswegen liebe ich diese Foto, weil das besagt, was ich oft in den Firmen sage. Natürlich, da sagt man, nee, safe funktioniert nicht. Es ist, als nehme ich einen Kugelschreiber und versuche ich damit, einen Nagel an der Wand zu nageln. Und die Nagel will nicht rein. Die Erwartungen von Management sind nicht getroffen. Das Problem, was wir hatten, wurde nicht richtig identifiziert. Und der arme Kugelschreiber ist an nichts schuld. Nur man sagt, der Kugelschreiber war falsch. Du brauchst was anderes. Für dein Problem hätte man einen Hammer nehmen sollen. So, wenn es um Safe geht, das ist, was ich am meisten in den Firmen oder in den Organisationen finde, dass das die richtige Problem und die geschäftsführenden Erwartungen nicht überschneiden, was Safe eigentlich anbietet. Safe bietet Prinzipien, Praktiken und Methoden, basiert auf Lean und Agilität, um Business Agility zu erreichen, wenn man eine gewisse Disziplin und Vorgehensweise behält. Jetzt kommt hier eine ganz interessante Frage, die passt genau hier rein. Hier fragt jemand, was bedeutet denn genau schneller? Also Business Agility, da ist ja auch schneller drin. Reden wir denn von kürzeren Release-Zyklen oder reden wir davon, dass wir ein Continuous Delivery haben, dass ständig geliefert wird? Wo ist da die Krux? Beides. Auf deiner Seite haben wir dieses Faster Time to Market. Stimmt, wir können viel früher mit weniger Funktionalität schon Customer Feedback. Und das ist fundamental. Ich meine, wir wissen alle, dass der Kunde weiß nicht, was der will. Ich war jetzt vor kurzem Kunde bei einer Firma, die meine Website hergestellt hat. Wie alle Kunden, ich habe das eine bestellt und als die erste Interaktion, die erste Sprint von meinen Assistenten, habe ich es mir angeguckt und gesagt, ich weiß, das war, was ich bestellt habe, aber jetzt, dass ich das sehe, ich will doch was anderes. Da hat Gott sei Dank die Firma nur ein Sprint verbratet und nicht ein Jahr daran gearbeitet. So, wir sind schnell auf dem Markt, wir kriegen direkt Feedback von den Kunden, sind wir in der richtigen Richtung. So, das ist das eine. Das zweite, von Release gesprochen, Sekunde, ja. Und zwar, wir sehen hier auf der Grafik in der Mitte Continuous Delivery Pipeline. Safe besteht darauf, eine Continuous Delivery Pipeline zu haben, aber und ganz wichtig, Release on Demand. Das heißt, Continuous Deployment. Wir haben ununterbrochen mit Continuous Integration unsere Code mit komplette Testing in Pre-Production. Egal, wie wir es nennen möchten. Aber wir releasen, wenn der Kunde es verlangt. Nur sobald der Kunde es will, sind wir bereit, jeden Moment zum Kundenproduktion zu gehen. Es gibt Kunden, die wollen es täglich. Es gibt Firmen wie Amazon, releasen jede 11 Sekunden. Super. Aber Amazon besitzt das eigene Produkt. Gehen wir jetzt in eine Telecommunication-Netzwerk von Vodafone und wollen wir ein Node ersetzen. In Mitte von Köln werden 200.000 Leute telefonieren. Das will vielleicht Vodafone nicht jeden zweiten Tag machen. Das heißt, der Release on Demand hängt komplett vom Kunde ab. Wichtig ist, dass wir bereit sind, jeden Moment zu releasen. So, es ist beides. Wir sind schneller auf dem Markt mit inkrementeller Funktionalität und wir sind immer bereit, für den Kunden zu releasen. Ich bin eigentlich schon fertig. Ich schließe eigentlich was jetzt ab. Ich würde dann gern zu Diskussionen und Detailfragen gehen.
Wir haben festgestellt, hier haben wir diesen schönen Artikel von Harvard Business Review. Wir brauchen nicht mehr zu diskutieren, ob Agilität gut oder schlecht ist. Wir haben empirical evidence of significant benefits. Es ist bereits bewiesen, dass Agilität funktioniert. Und die funktioniert außerhalb von IT. So, da braucht man nicht sich lange damit Zeit zu verbraten. Das größte Problem, das wir haben mit Business Agility, ist the behavior of executives, die Verhalten von Geschäftsführern, the mindset von dem Management zu verändern. Da ist, wo wir viel Arbeit vor uns haben. Ich habe einen Kurs, übrigens kommen in 2 Wochen in Wien, einen Kurs, den ich gerne anbiete, das agile Geschäftsführung, Management 3.0, wo wir gezielt arbeiten, ein bisschen die Geschäftsführung und die Managers an die Hand zu nehmen sagen, und die gesamte Firma agil zu machen. Musst ihr mit im Boot, ist nicht eine Hybrid. Der IT-Bereich ist Scrum, den Rest nicht, um Himmels Willen. Das ist jetzt unsere nächste Herausforderung. Warum das Ganze? Und da liebe ich dieses Bild. Heißt das, wir haben alles falsch gemacht, letzte Jahrhundert, und jetzt machen wir es richtig? Auf keinen Fall. Wir haben über ein komplettes Jahrhundert mit Waterfall wunderschön gearbeitet. Die gesamte 2G der Telekommunikationen wurde in Waterfall gemacht und wir haben alle telefoniert. Nur was uns bis hierher gebracht hat, wird uns nicht weiter voranbringen. Die aktuelle Komplexität und Geschwindigkeit da draußen können wir nicht mehr meistern mit einem Waterfall-Setup. Da brauchen wir Agilität, da brauchen wir eine digitale Transformation und da brauchen wir Organisationen, die Anpassungsfähigkeit haben. Und das erlaubt uns das traditionelle Projektmanagement nicht. Ist der Grund, warum sich was ändern muss. Nicht, weil alles falsch war, sondern wir haben eine neue Herausforderung und was, what got us here, won't get us there. Bevor ich an weitere Fragen, auf die mich sehr freue, bitte fordere mich heraus, mache ich kurz darauf aufmerksam, dass Masventa veranstaltet diese LeadingSafe-Kurs im November in Aachen. Ich freue mich total drauf, mit Masventa zusammenzuarbeiten und würde mich sehr freuen, viele von Ihnen dabei zu haben. Und Rainer hat das schon erwähnt, hier werde ich eine 4-stündige Workshop anbieten im Bereich Safe. Und wir haben vor, auch noch den Lean Agile Portfolio Safe Kurs anzubieten. Ein nagelneuer Kurs im Bereich Portfolio Management für Safe. Das wird hier auch im Zusammenhang mit der Konferenz angeboten. Die Information wird alles veröffentlicht bei Masventa. Und hiermit gehe ich drüber zum Fragen. Ich freue mich auf alle Fragen. Ja. Also hier sind schon Fragen angekommen, aber bevor wir in die Fragen hineingehen, eine Frage brennt mir sozusagen okay. Unter den Nägeln. Wie geht man damit um, wenn in Firmen das Wort agil angebrannt oder sogar verbrannt ist? Wenn es bestimmte Personen gibt, auch einflussreiche Personen, vielleicht sogar Executives, die agil nicht mögen, weil sie mit agil schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wie sorgst du dafür, dass diese Personen ja sozusagen wieder offen werden und nochmal neu beginnen zu bewerten und vielleicht auch erkennen, dass das erste agile Projekt vollkommen falsch aufgesetzt war? Ja, sagen wir es so, ein paar Mal würde ich von Firmen geholt, würde ich eingeladen, Firmen zu gehen, wo die hatten eine Implementation gemacht und ging alles schief. Und dann haben sie gesagt, ja, holen wir vielleicht doch alle Modena. Da gibt es natürlich mehrere Hintergründe. Teilweise gibt es ich habe das Scrum-Buch gelesen, so schwer ist das doch nicht. Es tat ein Scrum Master oder Agile Coach, dafür haben wir kein Budget. Komm, der Project Manager übernimmt es, ne? Und führen wir das Scrum Guide durch, es sind nur 16 Seiten. Ja. So dieses, wir probieren das mal selber. Es ist oft geht's schief, drücken wir so liebevoll aus. Wie gehe ich damit um? Mit viel Geduld drücken, ja, mit viel Geduld. Ich versuche immer One-to-One-Gespräche, das sind die Leute, mit denen oft essen gehen. Und oft werde ich geholt, weil die wissen, es funktioniert nicht, aber die muss doch funktionieren. Sagen, die holen mich mit gespaltenen Gefühlen.
Wobei ich erlebe, dass das Wort Agilität eigentlich nicht so verbrannt ist. Ich erlebe eher, dass das Wort Safe sehr verbrannt ist, lustigerweise. Ja, das habe ich öfter erlebt. Firmen, die sagen, na, Modena, hier können wir Safe nicht einführen, das ist komplett verbrannt. Und ich, ja, warum? Er hat nicht mal damit angefangen. Ja, hier kam ein Consultant, der hat nur über Safe geschimpft. Und ich, super. Aber es funktioniert noch nicht alles. Ne? So, da fehlt noch ein Schritt. Ich bin auch die Erste, die sagt, meine Güte, wenn Sie was finden, was besser funktioniert als Safe, rufen Sie mich an. Ja, das Ich ist ja auch würde mich das der total freuen. typische, ist auch der typische agile Geist. Wenn man etwas Besseres findet, dann muss man es vielleicht auch noch ändern. Man muss ja nicht immer an den Büchern kleben oder an den Methodologien kleben. Ich habe ja eine ganz interessante Frage bekommen, die habe ich auch selbst schon oft in der Praxis gehabt und auch beantworten müssen. Aber ich möchte die Frage erstmal dir stellen. Wie bestimmen Sie auf agile Art ein Budget für die Entwicklung eines Produkts? Oder gibt Sehr es gute gar Frage. keinen Projektrahmen mehr, der eingehalten werden muss? Das ist eine sehr gute Frage, die gefällt mir auch Sehr super. gute Was hast Frage. du, was kannst du da antworten? Sehr gute Frage. Da oben auf den Grafik sind Sie Lean Budget. Und das ist auch Teil von diesem Lean Portfolio Management Kurs, den wir in Frankfurt anbieten. Lean Budgets. Ich meine, eins ist ganz klar, wir können nicht mehr, und das ist nochmal mit dieser Business Agility Organisation weit, wir können nicht mehr agile Teams organisieren, aber den Budget wird im Januar für das gesamte Jahr festgelegt. Wer weiß, was der Kunde im September will? So, was Safe besagt, und das ist etwas von Safe, was ich sehr mag, ist, dass wir die gesamte Leute, die mit einem bestimmten Produkt, was in einem Value Stream, alle, die mit einer ganz bestimmten Wertlieferung für den Kunden zu tun haben, die sind zusammen in, was Safe nennt, ein Agile Release Train. Das heißt, wir arbeiten nicht mehr projektorientiert und das ist eine radikale Änderung von Safe. Es geht nicht mehr um Projekte, sondern um Produkte. Weil die Projekte ist nicht, was wir den Kunden liefern. Wir liefern den Kunden ein Produkt. So, wir arbeiten produktorientiert. Und zwar eine Agile Release Train. Es sind circa 100 Leute. Vielleicht vor 2 Wochen war ich mit einem kleinen Release Train in Sevilla bei Fujitsu. Da waren wir 50 Leute. Gibt es auch für 120. Ne? Um die Centuria, um die 100. Circa 100 Leute, die zusammen cross-funktional Wert liefern von den Kunden, bestimmter Produkt. Diese verschiedenen Release Trains kann man gruppieren in Solution Trains, wenn Sie Mitte des Grafiks sehen. Das sind vielleicht komplexe Produkte, wie zum Beispiel Airbus, ein Flugzeug, besteht auf, natürlich auf mehrere Release Trains. Und was wir jetzt mit Lean Budgeting machen, und das ist wunderbar, wir bringen nicht die Leute zu den Projekten, sondern die Leute bleiben zusammen in deren Agile Release Train und das Geld wird verteilt unter den Release Trains jedes Quartal. So, jedes Quartal prüfen wir, wo sind wir, welche Train wollen wir vielleicht in Maintenance bringen, welche Train brauchen mehr Funding, weil ein Kunde auf einmal hat gesagt, komm, ich lege hier ein paar Millionen, dem Produkt will ich noch mehr von sehen. Wir haben hier eine dynamische Budgeting jede 3 Monate, wo das Geld unter den Trains, Agile Release Trains verteilt wird. Nicht projektweise, sondern produktweise. Ja, das ist natürlich unter Umständen eine sehr, sehr große Änderung für viele Ganz Unternehmen, groß. weil oft werden die Budgets pro Jahr festgelegt. Oft gibt es ein fixes Oft. Budget, ja, meistens, ja, was nicht überschritten werden darf. Und eigentlich ist ja die Haltung bei einem fixen Budget, dass die agile Mannschaft dann das liefert, das Optimale liefert, was mit diesem Budget erschaffen werden kann. Das wäre der Hybrid. Ne? Wir machen klassische Budgeting und klassische Projekte. Und die Mannschaft arbeitet agil. Ne? Und da sind wir in dieser eine Zeichnung, was ich vorher gezeigt habe, die ich total gern. Ach, die Slide hier dauert immer. Da. Das ist, wo wir waren. Wenn wir ein klassisches Budgeting-System behalten, da haben wir nur lokale Optimierungen gemacht, aber nicht ein systemisches. Das ist auch nicht schlecht. Da ist wenigstens ein Teil der Arbeit agil. Aber das hilft uns nicht, wenn es darum geht, den Kunden das liefern, was er möchte, und den Kunden darf vielleicht im Laufe des Jahres auch seine Meinung ändern.
Ja, das wird auch nochmal hier von den Teilnehmern gefragt. Wie werden denn solche Budgets, die zum Beispiel für ein Jahr da sind, die zugeordnet sind, wie werden die denn dann priorisiert? Wer zuerst kommt, mal zuerst? Oder ist das die Funktion des Portfolio-Layers, das priorisiert wird, welcher Agile Release Train welches Geld bekommt? Ganz genau, das ist der Lean Portfolio Management. Die haben, was man ganz oben sieht, ist ein Kanban mit dem Portfolio Backlog. Woran arbeitet unsere Firma? Was ist die Ziele? Die sind basiert auf den Strategic Themes, auf der Strategie der Firma. Nehmen wir eine Bank, die jetzt die Millennials ansprechen möchte, ne? Durch die Online-Banking. Haben wir vielleicht im Portfolio eine Epic, SAFE nennt das Epic, eine Initiative oder ein Goal, die wir starke Präsenz haben wollen in der Social Media wie Facebook, Twitter und Instagram. Wäre eine mögliche Epic. Und das wird priorisiert zusammen mit einer Plattformänderung, was die Firma benötigt, was dringend gemacht sein muss, keinen Wert zum Kunden bringen. Oder eventuell ein innovatives Projekt, die aus einem Trend gekommen ist, die wir vielleicht ein neues Produkt einführen wollen. Was ist wichtig und was kriegt mehr Geld? Alle drei sind wichtig. Und das ist die Arbeit von der Lean Portfolio Management, zu entscheiden, welche hat die höhere Priorität. SAFE bietet ein Priorisierungssystem, das ist diese kleine in der Mitte WSJF, Weighted Sorted Job First. Das ist der Vorschlag von SAFE, wie man die Priorisierung setzt. Wichtig ist, dass das transparent und deutlich, das heißt im Prinzip, SAFE arbeitet viel an Transparenz, dass diese Portfolio kann man sichtbar ist für alle, dass jeder weiß, aha, da geht meine Firma hin, das ist das Wichtigste und warum. Das heißt, nicht einfach, wir machen das hier, weil es gibt einen Lean Portfolio Management, der ein lautes schreit. Ich habe Firmen gecoacht, wo ich sagte, was ist euer Priorisierungssetup? Die guckten mich an. Sag bloß nicht bitte nicht den Kunden, die am lautesten anruft, es reit oder meistens anruft. Die gucken mich, ja. Und das ist, wo SAFE eine ganz klare Priorisierungsprozess setzt, die auch transparent und visualisiert ist in diese Portfolio Backlog. Es gibt eine klare Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Die Trains machen einen Pool von diesem Portfolio und dann wird es natürlich gesagt, was ist das Wichtigste, die neue Plattform oder die neue Produkt oder die Millennials im Boot zu holen. Ja. Das ist, was Lean Portfolio Management zuständig ist. Aber nicht mehr jährlich und mit einer ganz klaren, transparenten Priorisierung. Aber Almudena, du kommst doch nicht, wenn SAFE eingeführt werden soll oder wenn Unternehmen überlegen, SAFE einzuführen, dann kannst du ja nicht auf einer grünen Wiese beginnen. Es ist ja nicht so, als wäre vorher Wasserfall da gewesen und jetzt plötzlich kommt SAFE und ändert alles. Nein, es gibt ja schon meistens Strukturen, wo auch agile Projekte durchgeführt werden, wo auch Produktowner tätig sind. Produktowner als Voice of the Customer, die optimalerweise aus dem Business kommen und die schon Projekte steuern, die schon Projekte priorisieren. Aber wie überführst du denn diese einzelnen Projekte, die von Produktownern aus dem Business gesteuert werden, wie überführst du die denn in die SAFE-Struktur? Wenn ich das Bild sehe, dann sieht das so aus, als hätte der Produktowner in SAFE doch deutlich weniger Macht oder Priorisierungseinfluss, als er hat ohne SAFE. Macht? Interessantes Wort, Macht. Wer hat hier Macht? Also wer priorisiert, hat ja in einem gewissen Sinne Macht, weil er setzt sein Interesse oder das Interesse hinter ihm stehender Business Units durch. Und ja, holt dann muss sich man das hier, Geld. Genau, hier ist ganz deutlich auf Enterprise-Ebene, auf höchster Ebene, die Portfolio der Firma. Das ist, was wir hier, diese vier Ebenen, was wir sehen, ist eine Granularität. Das ist von was SAFE nennt das Epic Capability Features and User Stories. Das sind die vier Ebenen. Andere Firmen, meistens passe mich an die Firma Kultur an. Es gibt zum Beispiel einige sagen Initiativen, finde ich auch okay. So, da muss man nicht religiös sein. Es geht nur von der Schritt als solche zu das, was man machen kann, wird in Unterteil. Das sind hier verschiedene Granularitäten. Product Owner und Product Management können beide Rollen sind auf verschiedene
Ebenen. Es gibt auch Teams, ich arbeite oft mit Teams, wo keine Product Owner da ist, sondern hinter dem Product Manager hast du ein Team von verschiedenen Product Owners, die verschiedene Fachbereiche haben, zum Beispiel in Telekommunikationen. Wir hatten einen Spezialist in Sicherheit, Security. Wenn du telefonierst, willst du keinen Hacker haben, die deine Telefonat hört. Da hatten wir jemanden, die Kenntnisse hatte. Da hatten wir jemanden in Virtualisierung. Viele Nodes werden virtualisiert. So, es gab ein Team von 8 Product Owners hinter dem Product Management, die nicht neben die Scrum Teams gesessen haben, sondern auf einer anderen Ebene. So, das ist hier nicht in Stein gemeißelt. Die Responsibilities, die Verantwortungen sind da, wie man die Rolle verteilt. Als ich jetzt vor 2 Wochen bei Fujitsu war, die Teams hatten keine Product Owner als Proxy, sondern es waren auf Product Management Level mehrere Product Owners. Hat wunderbar funktioniert. So, und was ganz wichtig, was du gesagt hast, man kann nicht Montag ankommen mit Safe unterm Arm und alles auf den Kopf stellen. Es ist keine Revolution, es ist eine Evolution. Das heißt, erstmal die unterste Ebene. Ich gucke immer, dass die Teams sitzen, dass die Teams einen Scrum Master haben, dass man da nicht Geld gespart hat, dass die Teams sich mit dem ganzen Scrum gut auskennen und sich beide Fuß auf der Erde haben, dass Interaktionen laufen. Ich sage, okay, Leute, jetzt läuft es, jetzt können wir ein Train gründen. Eine. Nee, nicht 7 Trains kommende Woche aufsetzen. Wählen wir ein Produkt und da werden wir einen IR Release Train drauf machen. Wenn das einmal läuft, dann können wir 6, 7 Trains weiter umstellen. Aber immer ein ganz bestimmter Bereich anfangen, wo wir quasi als Sandkasten, und wenn das einmal sitzt, dann kann man das weiter in der Firma expandieren. So, ich bin kein Freund von die gesamte Firma auf den Kopf stellen. Stimmt, dass wir jetzt mit der Business Agility, wir sind jetzt mit den Finanzabteilungen, mit den Human Resources Abteilungen, mit den ganzen Support Functions, wie können wir die alle mit im Boot bringen in SAFE? Das ist unsere Hausaufgabe, und wenn ich jetzt zu einer Konferenz reise, das ist das Thema. Human Resources agil, Finanzabteilung agil, wie gehen wir mit Regulatory Environments, so das ist, wo wir die ganze Agilisten im Moment sitzen. Was ich nenne, alle Leute im Boot holen. Ich hatte mal in Ericsson für die ganzen Administrators, für alle Sekretärinnen, einen Workshop gemacht, weil die meinten, aber diese ganze Agilität hat nichts mit uns zu tun. Sagt, im Gegenteil, ihr seid so wichtig. Und habe ich dann mir einen halben Tag mit denen gesessen und sagt, pass auf, das Agilität, das ist Kanban, nimmt, was ihr brauchen kann, und es ist wichtig, dass ihr weiß, was in der Firma passiert. So, jetzt ist jetzt unsere Rolle als Agile Business Consultant, die gesamte Firma mit im Boot zu holen. Ich hoffe, ich habe die Frage geantwortet. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich mit Widerständen zu rechnen, weil es ist nicht immer, du hast nicht immer den Ausbruch. Ja, du hast ja nicht immer, wie gesagt, den Ausgangspunkt, dass du vielleicht ein ideales Fundament hast, um SAFE aufzubauen, sondern es gibt schon Strukturen. Es gibt vielleicht schon mehrere agile arbeitende Scrum-Teams, es gibt vielleicht schon Scrum of Scrums und viele Produkt-Owner. Und die Frage ist, wie bekommt man eben auch eine Majorität, eine Mehrheit der Firma hinter sich. Also ich denke mal, dass es auch viel damit zu tun hat, dass die einflussreichen Personen, also inklusive Geschäftsführung, dass die also auch ein klares Mandat aussprechen, dass die auch sagen, wir haben uns das angeschaut und wir machen das jetzt gemeinsam SAFE. Das ist ein großes Experiment für unsere Firma, aber es ist erwiesenermaßen, wenn man die Benchmarks anschaut, wenn man die ein Unternehmen anschaut, eine gute Sache, lass es uns gemeinsam machen. Also dass es nicht einfach nur als Befehl kommt, sondern es wirkt so als Appell, lass uns gemeinsam in die Safe-Richtung gehen mit dem Unternehmen. Befehle haben selten funktioniert. Ja. Mein Vater hat es nicht geholfen. Befehle haben selten funktioniert und wird auch bei einer Safe-Einführung nicht funktioniert. Was ich brauche, wenn ich mit einer Firma arbeite, ist definitiv von oben und von unten beide. Und passiert oft, dass eine von beiden nicht im Boot ist. Ich habe völlig motivierte Geschäftsführungen gesehen, wo die Teams oder die Mitarbeiter verbrannt waren und nichts wollten. Ich habe auch andersrum exzellente Teams gesehen, wo Geschäftsführung Angst hatte, mit Agilität die Züge zu verlieren. So, die beiden Setups gibt es und ich muss dann an beide arbeiten, weil mir hilft nicht, dass Geschäftsführung mega motiviert ist, aber die gesamte Mitarbeiter völlig misstrauisch, da hilft mir viel, dass ich von den Teams komme, dass ich 7 Jahre Scrum-Erfahrung habe, dass ich eigentlich, sagen wir so, ich kann
noch Code lesen und Testing lesen. Ich kann Jenkins laufen bringen. Das hilft mir viel, wenn ich mit Teams arbeite, dass ich die Sprache kenne. Und auf der anderen Seite muss ich oft mit Geschäftsführern sitzen und sagen, wenn Sie mir nicht unterstützen, was ich da unten mache, ist ganz nett. Und wir aber dann eine 10% Optimierung von der Firma haben, aber nicht viel mehr. Ich habe in Firmen, ich bin bei einer Firma gewesen mal, wo ich musste Kanban einführen und der Widerstand war monströs. Durch es nicht Alter von dieser Abteilung war in der 50. Natürlich hat in 30 Jahren ganz anders gearbeitet, hatten die keinen Bock auf Veränderungen. Und da stand neben mir Geschäftsführung und hat ganz deutlich gesagt, wir werden jetzt agil arbeiten und es ist kein Weg zurück. Und das war der Rückenwind, ich bekam da zu arbeiten. Wenn Management nicht dahinter steckt, und deswegen ist es für mich unheimlich wichtig, mit Management an dem Mindset zu arbeiten, klar, dann ist jeglicher Widerstand von einem externen Consultant kann nicht gebrochen werden. Ja, hier kommt noch eine Frage und dann müssen wir auch so langsam in die letzten Minuten kommen. Wir haben noch 7, 8 Minuten Zeit. Ich möchte natürlich um 16 Uhr das Webinar beenden. Gibt es Situationen in Unternehmen, wo SAFe wirklich nicht eingeführt werden sollte, wo sozusagen SOS, Alarmstufe, wenn wir jetzt SAFe einführen, dann gefährdet das das Unternehmen? Ach, gehen wir nochmal zu dem Beispiel mit dem kugelschreibenden Hammer. Die Gefahr ist, wie du es anwendest. Ein arme Framework kann es sein, ein Richter, ist, was man damit macht eigentlich. Ne? Ja. Wenn du eine Firma in einem Garage hast, eine Startup, meine Güte, mach kein Safe. So, wenn du eine nagelneue Firma hast, 100 Mitarbeiter, alle Durchschnittsalter 20, dann würde ich vielleicht sagen, probieren wir alles, gehen wir mit Large Scale Scrum. Oh, ich habe wohl die Frage missverstanden. Das ist eine lustige Sache. Ich hatte eigentlich wirklich verstanden, wann kann man Safe sinnvoll einführen und wann lieber nicht, wann SOS. Aber das SOS war wohl eine Abkürzung für Scrum of Scrums. Ja. Also okay, insofern, ja, das ist natürlich eine andere Frage, wenn man es so versteht. Aber die Antwort würde ich auch noch gerne von dir hören. Ja, Scrum of Scrum, ein Agile-Train ist ganz nah dran an Scrum of Scrum. Scrum of Scrum habe ich erlebt. Scrum of Scrum kann bis 100 Leute gehen, 80 Leute. Das haben wir schon 7, 8 Teams, würde ich jetzt schon Pi mal Daumen sagen, ist maximal für Scrum of Scrum, aus meiner Erfahrung her. Und das ist ähnlich, was ein Agile-Release-Train hat. So, wenn man eine Firma mit 100 Leuten zum Beispiel hat, dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich will kein Safe, ich will Scrum of Scrum machen. Mach das. Und können wir vielleicht ein oder zwei Rollen, zum Beispiel der Product Management Backlog, dazu anführen? Oder kann man vielleicht einige Elemente dazu? Das habe ich auch gemacht. Wir haben in der Firma Desigual in Barcelona, hatten wir einige Scrum-Teams und da haben wir gesagt, wir gehen nicht für komplett Safe. Wir haben nur einige Elemente eingeführt. Product Management Team, ein Product Management Backlog und Kanban. Und damit ist es gelaufen. Und wenn es läuft, braucht man vielleicht vorerst nichts mehr zu machen. So, jetzt biegen und brechen. Das gesamte die interessante Frage ist ja immer, wenn man Scrum auf Scrum macht und die Teams werden so groß, wo kommen dann die Portfolio-Entscheidungen her? Und ich finde, da macht SAFe eigentlich einen tollen Schritt, dass SAFe in die Portfolio-Entscheidungen hineingibt, dass es eine Portfolio-Level gibt. Das gefällt mir besonders gut, weil ich immer denke, dass das Business, also quasi das Geschäft muss die Entwicklung steuern. Die Prioritäten des Geschäfts sollen das Business steuern. Und diesen Anschluss, den ich da oben im Portfolio-Management sehe, der gefällt mir besonders gut an SAFe. Und der ist vielleicht bei Scrum of Scrums nicht so ganz so gut da, weil da nicht so die Brücke ins Business gelegt ist. Es sei denn, man hat sehr, sehr gute Produktowner, die da auch steuernd wirken. Im Prinzip bei einer 100-Personen-Firma überlappen sich den Portfolio-Backlog mit dem Product-Backlog. Also dann ist meistens das Ganze quasi vereinigt. Das ist, was man essential saved. Dann wird zuerst die zweite Reihe, wo Programm ist der, wird zum Portfolio. Grob gesetzt, mit ein paar kleinen Veränderungen. Ne? Aber klar, dann brauchst du bei 100 Leuten nicht ein Product-Backlog und ein Portfolio-Backlog. Das ist Overkill. Kann man eigentlich sagen, essential saved könnte man so ein bisschen gleichstellen mit SOS. Das wäre ja so der Kompromiss, den man jetzt eingeht. Ja, sagen wir so, ich hoffe, dass kein Safe-Fundamentalismus mich umbringt, aber ich meine, von meiner Erfahrung,
Ja, ich hoffe, mein Kopf rollt nicht. Aber kann man grob in der Richtung, wobei natürlich, was Safe hat, was Scrum nicht hat, ist dieses ganz dicke gelbe Säule, der Program Increment. Das ist vom Scrum of Scrum nicht gesehen. Scrum of Scrum hat die dünne gelbe Linien kontinuiert und Safe macht dazu die dicke gelbe. Aber das wäre jetzt für eine andere, über die dicke gelbe Säule wäre das für ein anderes Webinar. Ja, genau, da müsste man dann nochmal in die Details gehen. Ja, Almudena, ich glaube, wir kommen am besten dann so langsam zum Ende, wenn ich auf die Zeit schaue. Also ich würde mir mal ganz kurz den Screen zurücknehmen, um noch ja Ja. auch eine schöne Sache zu verkünden. Du hast ja eben schon gesagt, dass du also ja auf dem European Business Analysis Day sprechen wirst. Am 14.05. hast du da einen Workshop, der wird 4 Stunden dauern. Das heißt also, wir haben ja mehrere Workshop-Tracks und da kannst du natürlich viel mehr in die Tiefe gehen als jetzt in einem Webinar, vor allen Dingen sehr, sehr interaktiv. Und um das Ganze jetzt auch so ein bisschen abzurunden, hab ich mir eben überlegt, er ist ganz jung, die Idee, wer an diesem Workshop teilnehmen möchte und natürlich auch an der Konferenz am nächsten Tag, der mag doch bitte auf die Ticketseite gehen und in den Promotion-Code SAFE13, heute ist nämlich der 13., eingeben und erhält -10%. Das heißt, auf alle Oh. Kategorien gibt es heute 10% und diese Phase dauert an, um jetzt nicht unfair zu sein, bis morgen 16 Uhr, 24 Stunden. Sie haben also 24 Stunden Zeit, um nochmal in den Genuss dieses extra Discounts zu kommen und den Super. BA Day zu besuchen. Und ja, darüber hinaus gibt es natürlich auch, wie Almudena eben schon sagte, am 19.11. in Aachen in der Digital Church. Da gibt es einen ja, Kurs, wo man natürlich wirklich in die Tiefe gehen kann und wo das Safe Framework dann auch klar wird, auch in den Einzelheiten wie den gelben Säulen. Okay, Almudena, was soll ich sagen? Es war eine super Diskussion. Ich glaube, auch viele Teilnehmer haben hier einiges mitgenommen und auch einige Fragen sind gestellt worden. Ich kann mich nur bedanken für dieses tolle Webinar am Freitagnachmittag und ja, kann allen Beteiligten und natürlich auch dir, Modena, ein wunderschönes Wochenende wünschen. Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Fand es wirklich klasse. Und sonst, wenn es noch weitere Fragen gibt, über LinkedIn oder über E-Mail bin ich jederzeit erreichbar. Ja, genau, das gilt für uns auch. Wir arbeiten zusammen, wir sind Partner. Sprechen Sie Almudena an, sprechen Sie uns an und ja, kommen Sie nach Aachen, kommen Sie nach Frankfurt am 14., 15. Mai und ja, wenn Sie sich das schnell überlegen, bis morgen 16 Uhr sind noch 10% gespart. Ja, vielen Dank, alles Gute und ja, auf Wiedersehen, auf Danke, tschüss. Wiederhören. Tschüss.